Dein neues Fritz-Phon in Betrieb zu nehmen, ist in wenigen Schritten erledigt. Genauso schnell sind Komfortfunktionen wie der Anrufbeantworter eingerichtet oder Rufnummern zugewiesen. Schalte dein neues Fritz-Phon an und wähle im Menü den Punkt Anmelden. Diesen findest du entweder direkt auf der Startseite oder im Menü unter Einstellungen, Anmeldung, Anmelden. Möchtest du ein Decktelefon eines anderen Herstellers an deiner Fritzbox anmelden? Auch das geht ganz leicht. Decktelefon einschalten und in den Anmeldemodus versetzen. Jetzt drückst du die Connect-Taste deiner Fritzbox für eine Sekunde und die Connect-LED beginnt zu blinken. Fritzbox und Telefon verbinden sich jetzt und schon ist dein neues Fritzphone einsatzbereit. Deine Fritzbox unterstützt auch den Anschluss analoger Telefone. Schließe dafür einfach das Telefonkabel an den Phone-Anschluss deiner Fritzbox an. Du möchtest komfortabel mit deinem Smartphone telefonieren und dafür deinen Festnetztarif verwenden? Die Fritz-App Phone ist die Antwort. Installiere sie einfach über den App Store oder Google Play auf deinem Smartphone. Starte sie und folge den Anweisungen. Ist das erledigt, kannst du zu Hause HD-Telefonie genießen und mit einem Bluetooth-Headset telefonieren. Oft hast du über deinen Internettarif mehrere Telefonnummern. In der Benutzeroberfläche deiner Fritzbox kannst du deinen Telefonen Rufnummern zuweisen. Du kannst festlegen, welche Telefonnummer bei ausgehenden Telefonaten verwendet werden soll und auch, auf welche Rufnummern deine Telefone reagieren sollen. Und wenn du mal nicht zu Hause bist, dann geht der integrierte Anrufbeantworter deiner Fritzbox ran. Du kannst bis zu 5 eigenständige Anrufbeantworter für deine Rufnummern einrichten. Und die MyFritz-App informiert dich unterwegs über Anrufe und eingehende Sprachnachrichten, die du direkt anhören kannst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Telefonieren mit deinem Fritzphone. In weiteren Folgen von Fritz Starter zeigen wir dir, wie du eine Fritzbox einrichtest und wie du die Reichweite deines WLAN erhöhen kannst.